Alles nur Hype oder ist er wirklich praktisch? Was taugt das Tesla Model Y Long Range 2023 aus der Giga Berlin als Bike Shuttle und Familienauto? Das schauen wir uns in dem Video an. Bleibt dran. Besonders der letzte Punkt hat mich persönlich ziemlich überrascht. Viel Spaß. Habe die Ehre, grüß euch Burschen und Mädels. Heute schauen wir uns ausnahmsweise kein Fahrrad an, sondern wir schauen uns ein Fahrzeug an, womit man zum Fahrradfahren fahren kann. Komplizierter Satz. Jetzt, wo ich ein Haus habe mit PV-Anlage auf dem Dach, ist natürlich ganz klar, irgendwie muss ich jetzt auch ein Elektroauto ausprobieren. Beim Elektroauto ist natürlich so das größte Thema die Reichweite. Und wenn man jetzt einen Fahrradträger hinten aufs Auto drauf baut, wird es wahrscheinlich nicht besser. Dazu kommt, ich habe mich dann natürlich auch eingelesen, wenn man jetzt mit Kind und Kegel und Fahrrad in die Alpen fahren möchte, dann wird die To-Do-Liste für das, was man da alles planen und abhaken muss, schon relativ lang. Aber erst mit der Reihe nach. Falls du dir übrigens auch so ein Auto zulegen möchtest, ich habe unten in der Beschreibung einen Link. Damit kannst du aktuell ca. 500 oder sogar 1000 Euro sparen. Ich bekomme da auch Bonuspunkte. Das Angebot ist übrigens begrenzt, somit wer zuerst kommt, mal zuerst. Fangen wir mal an mit dem Platzangebot. Dank vieler Mulden ist in dem Fahrzeug im Gegensatz zu dem, wie es vielleicht von außen ausschaut, wirklich sehr, sehr viel Platz. Ich habe vorne den Frunk. In dem Frunk packe ich meistens irgendwelche Sachen rein, die auch stinken dürfen, wie zum Beispiel Schuhe, Helme, Klamotten, Protektoren. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch, wenn die vorne drin sind, weil wenn nämlich hinten jetzt der Heckträger drauf ist und man muss jetzt irgendwie in den Kofferraum, dann muss man den natürlich immer wegklappen. So habe ich einfach das ganze Mountainbike-Zeug dann vorne drin, hinten ist das Fahrrad drauf, vorne das Mountainbike-Zeug, ist eigentlich super praktisch. Bei der Geschichte, wie wir in den Saalbach-Hinterglemm-Urlaub gefahren sind, da haben wir wirklich jeden Quadratmillimeter des Fahrzeuges benutzt. Da vielleicht so ein kleiner Bonus, das ist die Klappe im Ladeboden hinten. Da bekommt man fast zwei Wasserkästen rein und auch Bonus unter dem Kindersitz. Kann man hinten relativ viel noch mit reinpacken, weil natürlich der Karantunnel in der Mitte komplett entfällt. Also platztechnisch wirklich gut. Im Gegensatz zu meinem vorherigen Q5 ist natürlich so, dass durch das sehr, sehr steile Coupé-artige Heck verliert man ein bisschen Höhe hinten im Laderaum. Das ist definitiv ein Nachteil, aber durch die ganzen anderen Möglichkeiten überhaupt kein Thema. Wenn man die Heckklappe öffnet, dann sind links und rechts noch so ungefähr so tiefe Öffnungen. Da habe ich zum Beispiel dann immer die Sachen drin wie Schlauch, Werkzeug oder irgendwie Waschzeug. Habe ich da einfach immer dabei, immer verstaut und es fällt halt nicht rum im Auto, wenn man zum Beispiel mal ein bisschen schneller durch die Kurve fährt. Beim Tesla ist hinten unter einer Plastikabdeckung die Anhängerkupplung. Das heißt, ihr müsst erstmal die Plastikabdeckung runter machen und dann die Anhängerkupplung reinbauen, um überhaupt einen Fahrradträger drauf machen zu können. Wie bekommt man jetzt am besten dieses Plastikteil runter? Naja, ich habe mir einfach einen Mountainbike-Reifenheber wieder in so eine Box auf der Seite reingepackt und mit dem hebel ich das Plastik einfach weg. Was habe ich noch gemacht? Ein Bonustipp, der Radträger hat jetzt immer bei mir die Anhängerkupplung fest verbaut. Das heißt, ich selber schiebe den Radträger und die Anhängerkupplung in das Loch rein. Sparen wir damit also Zeit, weil von zwei Teilen, die man montieren muss, muss ich eigentlich nur einen Teil montieren. Ich muss da nicht irgendwie justieren oder sonst was, sondern ich stecke es rein, es schnappt zu, fertig und ich kann das Fahrrad drauf bauen. Und wichtig, wenn ihr den Radträger angesteckt habt und ihr möchtet irgendwie die Heckklappe öffnen, dann hat der Q5, zum Beispiel der Audi Q5, hat das verhindert, dass ich die Heckklappe öffne. Dem Tesla ist es egal. Da fährt die Heckklappe dann an den Radträger dran, wenn sie versehentlich drauf tippt. Das ist halt nicht so cool. Es ist ein bisschen schwieriger bei der ganzen Geschichte, wenn man jetzt in den Urlaub fährt, vor allem wenn man noch nie mit einem Elektroauto gefahren ist. Grundsätzlich ist es bei uns so gewesen, wir sind nach Saalbach-Hinterglemm gefahren, mit Sack und Pack, hinten Heckträger drauf und rein von der theoretischen Reichweite von ca. 500 Kilometern sollte man das ohne Ladestopp eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Theoretisch hätte das sogar funktioniert. Es waren insgesamt 350 Kilometer, aber wir mussten zwangsweise einen Ladestopp einlegen. Das heißt, so nach ca. 2 Stunden Fahrt haben wir uns bei einem Supercharger zum Mittagessen kurz hingestellt. Wir haben dann das Fahrzeug aufgeladen
und das war eigentlich super praktisch. Lustigerweise war es aber dann so, dass wir mit dem Essen noch gar nicht fertig waren und das Auto war schon wieder voll. Also von dem her, so viel Pause bräuchte man gar nicht. Wir sind dann mit vollem Akku wieder weitergefahren und sind dann am Zielort mit, ich glaube, 75% vollem Akku angekommen. Das war völlig in Ordnung. Rein von der Routenplanung her habe ich das Thema Landstraße jetzt einfach mal bevorzugt. Wir sind weniger auf der Autobahn gefahren. Da wir an München vorbeikommen, war das ja wirklich sehr, sehr praktisch, weil wir sind dann einfach so einen großen Stau komplett aus dem Weg gegangen. Klar, auf der Landstraße ist ein bisschen so ein Gegurke, aber im Grunde genommen war das rein von der Effizienz her und auch von der Fahrzeit her wirklich völlig in Ordnung. Also theoretisch hätten wir komplett durchfahren können. In dem Fall mit Kind muss man aber sowieso den Stopp machen, da kann man dann direkt laden und von dem her ist es alles easy. Zum Thema Reichweite gibt es eigentlich relativ viele Videos. Also ihr findet bezüglich Tesla Model Y mit Winterreifen, mit Sommerreifen, alle möglichen Auswertungen zur Reichweite. Bei mir ist auf jeden Fall so, ich verbrauche momentan 16 Kilowatt pro 100 Kilometer im Durchschnitt. Was im Gegensatz zu den meisten deutschen Fabrikaten von Autos relativ gut ist. Aber die große Frage, wie schaut es denn da jetzt mit einem Fahrradträger aus? Kommen wir nochmal zurück zu der Reise Saalbach-Hinterglemm. Da haben wir ja den Fahrradträger drauf gehabt und es waren ja 350 Kilometer. Da hatte ich dann einen Verbrauch von trotzdem unter 20 Kilowattstunden, von ca. 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das bedeutet, man würde 400 Kilometer weit kommen, weil nämlich der Akku hat 79 Kilowattstunden benutzbare Kapazität. Somit wären es ohne Heckträger fast 500 Kilometer, also 16 Kilowattstunden durch 79 gibt ca. 493 Kilometer. Also kann man sagen, mit Heckträger ist es völlig in Ordnung. Ich hatte das gleiche auch schon mal auf Instagram gepostet oder besser gesagt was Ähnliches. Da bin ich zum Bikepark eine Stunde hingefahren, Landstraße und zurück auf der Autobahn mit so 130 und da war der Verbrauch eben auch nicht höher wie 20 Kilowattstunden, was völlig in Ordnung ist. Natürlich gibt es dann noch, besonders für Mountainbiker, ein paar Besonderheiten. Man hat super riesen Fächer vorne in der Mittelkonsole. Da packe ich jetzt zum Beispiel immer einen Ersatz-Access-Akku mit rein, weil wenn man wegfährt und man hat keinen Akku für das Schaltwerk hinten irgendwie dabei, dann ist das echt ein bisschen blöd. Das heißt, ich habe jetzt immer einen SRAM-Access-Akku plus Ladegerät drin und einen GoPro-Akku plus Ladegerät. Das kann ich vorne bei USB-C Schnittstellen direkt laden und das ist einfach super praktisch. Was auch noch ziemlich cool ist, wenn man jetzt beim Supercharger lädt und man hat hinten die Räder drauf, dann müsstet ihr sie jetzt nicht unbedingt absperren, sondern ihr könnt beim Essen die App öffnen und über den Wächtermodus könnt ihr dann auch direkt bei der Heckklappe rausschauen, ob das Fahrrad noch da ist oder ob sich gerade jemand am Fahrrad zu schaffen macht. Ziemlich praktisch. Wichtig zu wissen, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann verbraucht der Wächtermodus pro 24 Stunden 7% Batterie. Das heißt, wenn ihr länger an der Unterkunft steht, wie zum Beispiel eine Woche, und ihr kommt mit 75% an, dann könnt ihr wahrscheinlich mit so ca. 25-20% wieder wegfahren. Habt das immer im Hinterkopf. Von dem her, ich habe ihn in Saalbach angehabt, aber ich würde ihn wahrscheinlich dann bei der nächsten Reise komplett ausschalten. Weil so viel Stromverbrauch für diese kurze, für die Standzeit macht überhaupt keinen Sinn. Okay, aber was ist jetzt das Fazit von der ganzen Geschichte? Ich persönlich muss sagen, dass dieses Sonnenstromtanken, was ich ja jetzt hier die Möglichkeit dazu habe, das ist halt schon super cool. Das heißt, ich kann mit dem Fahrrad wegfahren, es ist immer Sonnenstrom im Auto, ich habe nichts dafür bezahlt, das ist ja wirklich praktisch. Rein vom Heckträger ist es definitiv so, dass der Verbrauch völlig in Ordnung ist, auch wenn jetzt ein Heckträger dranhängt und es nicht so ist, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, man kann kein Elektroauto mit Heckträger fahren. Es macht definitiv Sinn, das zu tun. Platztechnisch finde ich das Auto wirklich gut, also viel, viel besser wie zum Beispiel irgendein Verbrenner, Audi Q5 oder sonst was, weil einfach der Frunk vorne, der macht es gerade schon fett. Also den finde ich schon ziemlich praktisch, vor allem wenn hinten der Heckträger drauf ist. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Seid ihr jetzt kompletter Elektroauto-Gegner oder
Habt ihr selber Elektroauto? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Freue mich auf die Diskussion. In diesem Sinne, macht es gut. Viel Spaß beim Radfahren. Servus. Eins. Oh ja. Oh, 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 shit. Es gibt aber ja, okay. Das Ganze. Also du merkst es auf jeden Fall.